Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie bitte, dass wir uns kurz vorstellen. Wir hier sind Studenten aus Heidelberg, die in ihrer Freizeit Musik machen. Und da hinten ist unser Kellerlokal. Tja, und das hier ist meine große Liebe. Oh, Verzeihung, ich habe mich geirrt. Das ist Gadi Granas. Sie ist gar nicht meine große Liebe, sondern sie gehört zu meinem Freund Michael Kramer. Natürlich nur in diesem Film. Meine große Liebe ist Vera Friedberg. Entschuldige, Vera, dass ich erst zu spät von dir spreche. Aber sie ist wirklich sehr süß. Sie ist seine große Chance und sie ist meine große Chance. Und unser Film heißt Die große Chance. Das hier ist unser Kaplan Sommer, genannt der musizierende Kaplan. Er repariert in diesem Film natürlich nicht nur seinen Motorroller, sondern noch viel verzwicktere Dinge. Ich wollte nur mal fragen, warum ihr nicht zu meinem Nordpol-Film gekommen seid. Weil es hier schöner ist. Wenn Sie etwa glauben, dass Sie hier verirrte Halbstarke retten können, dann täuschen Sie sich. Donnerwetter. Stimmt. Danke. Hier sehen Sie Freddy, den Sänger mit der höchsten Schallplattenauflage Deutschlands. Ich bin nur ein armer Mulero, aber ein glücklicher Mann. Die Studenten unserer heutigen Generation haben ihre eigenen Probleme. Aber neben den Sorgen des Alltags fehlen ihnen nicht Humor und Ausgelassenheit. Onkel Sammy, du liebst doch genauso die heiße Musik. Verliebt sind sie wie die Jugend jeder Generation. Und Heidelberg hilft ihnen dabei. Und ich finde dich grässlich. Und ich finde dich... Gute Nacht. Mit oder ohne? Was meinen Sie? Das war mit. Der eine erhält seine Chance durch den Kapellmeister einer amerikanischen Jazzband, der andere durch einen Schallplattenwettbewerb. Vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, die Zeit mit dir war viel zu schön. Widerstände, die sich ergeben, lösen sie auf ihre Art. Ein Heiratsantrag, und das soll ich nicht gemerkt haben, das merkt jede Frau. Wenn der Bischof die Liste mit unseren Unterschriften kriegt, versetzt er ihn bestimmt nach Afrika. Und was soll ich dabei machen? Ich spiele zwar Cello, aber... Erst beim großen Konzert entwirren sich die Fäden. Fällt mir der Abschied auch überall schwer, aber es hält auf der Welt mich nichts mehr. Hör ich den Ruf von der Landstraße her, Tempico. Was aber alles geschieht, bis es soweit ist, erleben Sie in unserem demnächst anlaufenden Film Die große Chance. Bitte, Walter, komm. Ja, ich komme. Und wir hoffen, dass es Ihre große Chance sein wird, einen vergnügten Abend zu erleben. Bis dahin, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte die Störung.